Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2011 Road to WrestleMania mit Y2J, Chris, Jericho und naja, wir haben im letzten Mal den fucking WWE-Titel einfach geklaut. Wir sind nicht der WWE-Champion, aber wir haben den Titel, aber scheinbar nicht dabei, vielleicht hat er ihn versteckt oder so. Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Geil. Klaut den WWE-Titel. Aber das gab es ja auch schon ein paar Mal in echt als Storyline. Jericho, the time for games is over. You stole my WWE Championship. You didn't cheat to win it or talk me into some impossible stipulation. You just went and grabbed it and ran away. What a cowardly act. Even for you. There are two ways we can do this, Jericho. Either you come out here on your knees and put the title at my feet, or I'll get it back myself, and I'll make a statement in the process. You wanted my attention? Well, now you have my attention. You're gonna live to regret it. Interessant. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, was Chris Jericho jetzt dazu sagt. Oh, erstmal nix. Oder was? Look, if you want to pretend you're champ, then buy a replica belt on WWEshop.com. Very funny, Sean. But I happen to have the real thing in my possession. You stole that. I mean, you've held that championship legitimately. You're dumping on everyone who's ever reigned as champion. No, that's what Hunter was doing when he wouldn't give me a well-deserved title shot. If you think you're championship material, then prove it against a real contender. Me. Fine with me. But like they say, be careful what you wish for. Ja, schon. Entschuldigung. Shawn Michaels ist mutig. Ah, jetzt haben wir in der Hand den Titel. I know exactly what HBK and Triple H are planning. As soon as I go out for my match, they're gonna try and steal back the title. I'm too smart for that. I just won't take the belt out to the ring. Now, where can I hide it? Okay. Wo wird keiner suchen? Wo wird keiner suchen? Ich glaube, das ist egal. In der Mülltonne wird keiner suchen. Aber da können wir nicht hinschmeißen. Dann machen wir eben hier rein. Ja, komm, mach halt. Okay, das will er scheinbar nicht. Was eben hier rein? Das ist scheißegal. Das ist auch blöd, oder was? Ich würde es ja persönlich in den Mülleimer tun. Das ist blöd, dass man hier was Möglichkeiten bekommt, aber es wird nichts gemacht. Aha, das macht er jetzt schon mal. Da findet ihn auch kein Schwein. Naja, gut. Genau unter dem Poster, auf dem John Cena den WWE-Titel in der Hand hält, ironischerweise. Okay. Dann schauen wir mal und gehen rein ins Match gegen Shawn Michaels. Tja, die werden enttäuscht sein. Die werden ihren WWE-Titel nicht bekommen. Denn wir haben ihn gut versteckt. Tja, wir sind eben schlau. Denn wir sind Y2J, Chris Jericho. Aber auf der anderen Seite sind wir auch ein ziemlicher Arsch. Naja, egal. Also, dann geht's auf gegen Shawn Michaels, meine Damen und Herren.
niemand Geringeres als Shawn Michaels. Gut, schauen wir mal, ob wir den hier down bekommen. Aber ich bin da guter Dinge. So. Und danach, das ist doch jetzt schon die dritte Raw-Ausgabe nach Royal Rumble, oder? Müssen wir danach ja schon zur Elimination Chamber. Also nach dieser und der nächsten logischerweise, aber das ist ja dann auch nicht mehr so viel. Schaffen wir alles noch in diesem Part. Dann wäre der nächste Part ja schon Elimination Chamber. Geht flott. Geht flott. Ah, Mann. Das ist so blöd, so sauschwer mit dem Kontern, wenn man da A drücken muss. Das ist krass. Ungewohnt, dass ich jetzt auch immer dieses Dings machen kann. Oh, kontert der, ja. Da wird der Road to WrestleMania-Modus auch schon schwerer hier. Kontert der alles aus, dieser Michaels. Okay, das war jetzt ich. Schon wieder. Ach du Scheiße, ist der hier im Kontermodus, der Michaels. Ja, siehst du? Krass. Ja, komm, jawohl. Alter, wir haben jetzt schon Abdruck auf der Brust von diesem Schlag von Michaels. Der kommt immer wieder dran mit seinem Headlock. Oh, schon wieder ein Konter. Okay, vielleicht ist Elimination Chamber doch erst in 15 Parts, wenn wir hier gegen Shawn Michaels gewonnen haben. Obwohl, vielleicht können wir das ja auch verlieren. Gibt ja ein paar Matches, das ist egal, ob man gewinnt oder verliert. Vielleicht ist das hier eins dieser Matches. Man weiß ja nie. Ja. Oh, leck. Ha. Und wieder haben wir es ihm gegeben. Und jetzt kommt Triple H. Since I don't see the WWE Championship with you. Oh, Mist. I guess I'm gonna have to take a pound of flesh as interest. Was? Oh, oh. Wie, was will der nehmen? Fleisch? Als Zinsen müssen mich verarschen. Was labert der denn für ein Bullshit? Ah. Schon wieder. Schon wieder. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon Flut aus dem Ring machen, aber es klingt mir nie. Schon wieder ging's schief. Der ist immer zu schnell, der Michaels. Oh, jetzt ist Triple H auch noch da. Toll. Das wird schwer, meine Damen und Herren. So, jetzt aber mal Flut aus dem Ring. Alter Vater. Weil dann kann ich wenigstens mal ein bisschen ausschnaufen und bin mal wieder auf den Beinen. So. Also Michaels ist bisher definitiv der Bessere, aber ich meine, er kontert auch wirklich alles aus. Ja. Ich will nicht verlieren. Ich drehe. Ah, okay, wenn ich drehe, geht er auch. Geht sogar besser. So, raus da aus dem Headlock. Oh, nee, der hat den Signature. Ja, kontert mal wieder. Ja, das ist echt krass mit dem Gekonters da. Ah, nicht getroffen. Hä? Geil. Soundbugs. Chris Jericho hat die Stimme von irgendeiner Tuse. Huh? Was? Ach so, ja, weil Triple H mich angegriffen hat. Gerade schon gedacht. Wieso habe ich jetzt gewonnen? Okay, das war ja kein No-DQ-Match, aber die beiden machen noch weiter. Ich habe zwar schon gewonnen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die beiden mich jetzt hier fertig machen wollen. Och, herrje. Und das endet auch gar nicht. Die machen alles weiter. So, erstmal ein Konter hier. Aber ich habe doch gewonnen. Wieso geht das weiter? Bis ich platt bin, oder was? Aha, jetzt auf. Komische Sache. Championship title is back in his grasp.
Okay. Übrigens verzeiht mir, wenn ich irgendwie in dem Video nicht immer ganz bei mir bin. Ich bin momentan extrem erkrankt, sag ich mal. Mich hat irgendein Virus total erwischt. Deswegen bin ich ab und zu nicht ganz bei mir, aber ich mache trotzdem Videos, da das für mich echt eine gute Ablenkung ist, so. Wenn man die ganze Zeit immer daran denkt, dass man hier, speichern, ja. Also wenn man hier total krank ist und bla, dann geht's einem schlechter, als wenn man nicht daran denkt und voll motiviert so ein Let's Play macht. Aber nichtsdestotrotz, also verzeiht mir das, falls ich ab und zu mal nicht ganz bei mir bin. So, da vorne steht Batista. Da finde ich es übrigens extrem kacke, dass der bisher noch gar nicht vorkam in keinem der WrestleMania-Modi. Also in dem hier nicht, in vs. Undertaker nicht und in Rey Mysterio nicht. Ich hoffe mal, dass der noch vorkommt, entweder bei Christian oder John Cena. So. GM Office. Jetzt kriegen wir nochmal Zunder. Oh. Jetzt ist sogar Vince da. Mr. McMahon, I just cut to the chase, Chris. Why did you do it? Do what, Mr. McMahon? Don't play dumb with me. You stole the WWE Championship. Behind the champion's back. During a live televised match. Quite honestly, Mr. McMahon, I took the WWE Championship because, well, I think I deserve it. Triple H wouldn't give me a title shot. He's scared of me. What kind of champion is that? The kind we recognize as WWE champion. Unlike you, who acted like a common thief. Now, if you don't mind, give me the championship right now. Otherwise, you're going to be fired. Listen, sir, I know you're a savvy businessman. I'm a valuable talent, but I see your position here. I will gladly return the championship to you. I just ask for the match I deserve at Elimination Chamber. How big would that be? Pay-per-view numbers would go through the roof. Okay, Jericho. I'll go along with this for now. Thank you, sir. You're very welcome. And you're welcome to a match tonight. Something to get you in the championship mood. Something, as you say, to make ratings go through the roof. You're excused. Ach, Herr Jemine, da bin ich mal gespannt, gegen wen wir da antreten müssen. Allerdings, wenn wir das erst beim nächsten Mal tun, meine Damen und Herren, denn das war es jetzt erstmal wieder. Mit Let's Play SmackDown vs. Raw 2011, Vince McMahon, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Bis dann, bleibt dran und tschüss.